aber da war es schon zu spät. Mario, weißt du, was da hilft? Ja. Früher bremsen. Aber warte, vorausschauendes Fahren? Was schön ist an dem Renault, ist einfach dieser Bordcomputer. Achso, ich dachte, der gibt ja drin. Ja, Andi hat heute einen kleinen Clown. Nick, du hängst in der Leitplanke hinten. What? Bei mir nicht. Ich habe bin kein Clown. Bei mir, nein, ist da bestimmt noch ein Zentimeter Platz. Ich bin jetzt auf der Autobahn. Wer hat denn da hinten? Also ich glaube, der Gerd hat die gleiche Fracht wie ich, also gleicher Container. Nee, das, ja, so an, ja. Nee, der Nick, das bin ich. Der Nick. Ach, der Nick ist das. Ich sehe das so schlecht gerade. Wo habt ihr euch? Wo steht ihr denn? Der Nick fährt in die falsche Richtung. Oh doch, der Bulle, Nick. Du fährst gerade runter, kann das sein, die Autobahn laut Navi? Zeigt er mir auch an. Huch. Ja, wir fahren Richtung Westen. Plötzlich fahren LKWs an mir vorbei. Bei mir, mich schickt er über Nürnberg. Nee, ja, das ist nicht. Ist Quatsch, weißt du selbst. Worüber fahrt ihr denn? Wir fahren an Erfurt und Dresden Erfurt vorbei. Dresden. Ach, schön auf der A4. Erfurt, Dresden, die Ecke müssen wir rum. Gut. Nürnberg ist ja zu weit unten. Fängt auf jeden Fall mal. Also Mayo ist jetzt auf der A3? Ja, genau. Oder ja. A5. Ach Gott. Ja, das können wir ändern, Moment. Lässt dich nochmal abschleppen oder nochmal was? Nochmal nach Frankfurt? Nein, nein. Spontane Wendemanöver. Ich suche mir jetzt hier eine Ecke zum Wenden, genau. Och Mann, er gibt mir wieder so eine. Ah, leck mich, wo ist meine Lampe da? Ich wende jetzt, fahre mit der Warnblinkanlage in entgegengesetzte Richtung. Hallo, 40 Tonnen Geisterfahrer, wie geil. Oder auch nicht. Ist ja die Frage, wann der Admin das merkt. Zeit, was zu trinken. Kann ja gar nicht schief gehen. Lalalalalala. Trinken ist eine ausgezeichnete Idee. In der Zeit kann ich auch mal gerade tanken gehen. Wisst ihr, die Idee ist doch ganz gut. Bei Gott, weißt du, es geht ja noch tanken. Der hat den Tank voll, die Sau. Aber Andi? Ja, bitte. Der Nick hat den gleichen Auflieger wie du. Ja, genau. Ja, du der hast, Nick hat den gleichen. Ja, du hast einen Schwarzmüller. Transinet hab ich. Ach nee, du bist ja ganz hinten. Ich bin ganz hinten. Ganz so hinten. Die Warnblinkanlage rein. Mit die Jalapenos. Denkt an den Textchat. Ja, ja, da denke ich ja, jetzt dran. Ja. Das war Shift irgendwie sowas, ne? Y. Ach, Y, ja, ja. Ausschalten. Warum geht der bei mir nicht an? Drück einmal F11. Ach so, ja, stimmt. Bitte. Nö, geht immer noch nicht an. Und Dauerfeuer entgegen. Meine ja, Standard bei diesen hässlichen Autos. Nochmal F11 drücken. Sonst guck doch mal unter. Ich glaube Tab ist das, da kann man. Tab und dann Einstellung. Moment. Das geht mein Tab auch nicht. Ah, jetzt geht's. So, ich fahr einfach mal auf dem Standstreifen. Gucken wir mal eben in die Tab. Das ist bestimmt eine gute Idee. Mit Warnblinker. Was macht er denn jetzt? Auf der Autobahn anhalten oder was? Auf der mittleren Spur, beziehungsweise auf der linken. Keine Ahnung. Aber wie gut, dass der Gerd gesehen hat, dass ich da irgendwie anders hinfahre. Ich habe da so einen grünen Punkt gesehen. Ja, Mario wäre jetzt bis zum Ziel gefahren und hätte sich gewundert, warum er uns nicht getroffen hat. Komisch, also ich finde hier gerade rein gar nichts. Leck mich doch am Arsch, tapp raus, Y. Ey, warum kriege ich den Chat nicht rein? Will er mich verarschen? Eine Schlampe. Ich krieg keinen Chat. Ach, das heißt, ich hätte in die andere Richtung gemusst, ne? Und sonst musste man ein kleines Stück vorziehen. So, dann fahre ich jetzt hier erstmal wieder runter. Aber ich hatte mal einen Chat, das weiß ich. Und fahre dann richtig rum drauf. So, kann ich weiter hier Tasten drücken. Das klingt durchaus nach einem Plan. Ich habe irgendwie so das Gefühl, so komisch vor dem Mikrofon zu sitzen. Oh, oh, da kam mir einer entgegen, der fand das nicht so lustig. Nein! Ich LKW wollte doch müde, ausweichen. LKW schlafen? Ich wollte doch ausweichen. So, wo muss ich denn jetzt hoch hier? Die, was ist es? 5? Ne, 9? Ich kann es gar nicht lesen. Das auf jeden Fall Richtung Osten.
Richtung Osten. Das ist die A5 Richtung Osten. Immer im Osten! Warum funktioniert das Chat-Scheiße nicht? Ich krieg das, ey. Anfall. Also meins funktioniert. Meiner macht sich nicht auf. Links unten? Nix! Nein! Tote Hose! Nee! Tarek sehe ich. Ja, das geht. Ah. Nix sehe ich aber nicht. Ich auch ohne F. Was, ich stehe direkt vor dir. Da oben. Nein, ich meine im Chat. Alter! Alles im Quatschen! Aber lustig ist, dass Tab funktioniert. Machen wir jetzt anders. Hier kriegst du keine ordentliche, ordentliche Wände hin und der eine Kerl hat mich total zum Müll gefahren, ey. Wo bist du denn jetzt? Wieder in Frankfurt wahrscheinlich. Ja, ja, ich leg mir jetzt direkt die richtige Route. So, dann also hoch über die A5. Ihr seid Erfurt, Richtung Erfurt hoch, ne? Ja. Genau. Auf der A5. Ah, okay, dann muss ich jetzt hier und dann da hoch. Genau. Richtung Erfurt. Auf jeden Fall. Aber warum das Route. Y nicht funktioniert hat, weiß ich nicht, ey. Tja, machst du nix. Nee. Bei mir geht heute gar nichts. Das ist. Da legst du mir Morsch! Dann kann ich mal schnell einen Screenshot hochladen. So, heizen. Heizen, Zelle. Jetzt müsste ich in eure Richtung kommen. So, ich habe meinen Screenshot von dem Teil der Karte gemacht, den wir bisher geschafft haben. Übersichtlich. Ja, kannst du ganz nah ranzoomen, ne? Ja, nee, ich möchte später in der, wenn ich das dann schnippeln darf, möchte ich sehen, nach wie vielen Minuten wir wie viel Strecke geschafft haben. Das würde mich nämlich. So, hier kommt jetzt Autobahnauffahrt Richtung Köln-Kassel. Klingt irgendwie relativ gut. Weiterhin auf der 5 bleiben, also versuchen auf der 5 zu bleiben. Ja, ja, will ich ja. Blub. So, jetzt komme ich bei euch hoch. Kann das? Du solltest runterkommen. Oh, runter, ja. Ja, bergab geht's hier ab der Auffahrt. Ja, runterkommen sie alle. Ja, genau. Ja, da. Das ist interessant, dass mein Ding hier nicht geht. Wo steht ihr denn? Wir stehen auf der A5, direkt hinter der Auffahrt. Rechts am Staufenstandstreifen. Müsstet ihr mich ja jetzt kommen sehen? Keine Ahnung. Ja, du müsstest gleich irgendwo rechts abfahren. Du bist nicht in Top drin. Du fährst wieder Richtung Köln hoch. Das you are not in the trap. Moment. Das kann doch nicht sein. You are not alone. Ja, wir sind so ein bisschen weg von der Auffahrt. Ja, ich bin jetzt auf der 5 und fahre jetzt auf der 5 Richtung Erfurt. Das ist genau. Gut. Da müsstest du irgendwann nochmal kommen. Müsstest du hier bei uns sein. Frankfurt am Main hochgefahren. Ah ja, das war pupsen. Ja. Nicht, dass ich vor euch bin. Nee, das geht nicht. Wenn du nach Frankfurt kommst. Bevor du vor. Also du könntest. Ich hab jetzt hier rechts Schallschutzwände kommen jetzt bei mir. Ja, keine Ahnung, wir stehen mitten in der Landschaft. Ja. Hab ein paar Blümchen. Hab jetzt hier eine ganze Strecke mit Schallschutzwänden. Ich fahre auf der 5 Richtung Erfurt. Okay. So, Schallschutzwände futsch. So, Autobahnschild sagt. Bist du aus Frankfurt über Land? Ah, ja, ja. Da. Ja, er ist auch mal da. Andi gibt Gas, das dauert ein bisschen. Nick, warum fährst du rückwärts? Der Motor ist ausgegangen und ich hab nicht gemerkt. Rechts, also ich fahre jetzt, halt mich auf den rechten Stand, auf den rechten Reifen. Ja, hier Erfurt, genau, auf der 5 halten, rechts. Immer weiter, die 700 Meter. Was hörst du so langsam? Ich fahr nicht langsam. Ich schau grad währenddessen rückwärts aus meinem Fenster. Ach zu so. Sehen, ob da mal auch wirklich runtergepäst kommt. Ich fahr hier nicht mal Halbgas, mein LKW schaltet 360 Meter. Umdrehung.
Ja, ich komme jetzt hier runter. Ja, nee, Nick, ich schalte fein selbst. Selbst ist der Mann. Ja, automatisch. Nee, Multiplayer schalte ich nicht selbst. Ist mir zu stressig. Oho, der Multiplayer ist schlimm genug. Ich fahr grundsätzlich Automatik. Immer. Hat eigentlich irgendjemand irgendjemand schon angemerkt, dass das jetzt der erste Konvoi ist mit Nicks neuem Mikrofon? Ja, nein. Nein. Ja, toll. Nein. Aber wir haben ja vorher schon Folgen produziert in OMSI, der Nick und ich, deswegen ist das neue Mikrofon schon alt. Und City Skylines. Genau. Ist schon eingesprochen. Dann werden wir mal wenigstens ein wenig Gas geben. Ach so, tust du das nicht schon die ganze Zeit? Nein, ich bin jetzt extra langsam gefahren. Weniger als sonst. Ja, ja, das sagen sie alle. Mario ist jetzt an mir vorbei. Das sagen alle Renault-Fahrer, dass sie extra langsam fahren. Nein. Renault-Fahrer sind es. Pink im linken Spiegel, Achtung, pink im linken Spiegel. Ja, die können ja auch nicht schneller als 80. Doch, Außenkurve. Nein. In der Realität. Ich hab Angst, nein. Die Außenkurve. Fahrt ihr jetzt Formel 1 oder was? Problem ist BE. Apropos Außenkurve, da fällt es mir wieder ein. Wie sieht's mit Project Cars aus? 2 Metern Sicherheitsabstand. Wunderbar. Ich bin dabei, sofort. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, haben wir immer noch nicht gemacht. Haben wir schon seit ein paar Wochen vor. Könnte man ja mal am Sonntag in Erwägung ziehen. Ja. Ja, könnte man mal machen. Montag ist ja frei. Richtig. Sonntagabend? Warum nicht? Ja. Ich habe Angst, hinter Mario zu fahren. Andi, bremst du irgendwann, töte ich dich. Nur so nebenbei. Ich sehe dich doch nicht mal im Rückspiegel. Da musst du Scherle sau die Augen aufmachen. Hör mal, ich heize hier 124 km/h. Ja, wow. Oh, was zieht nach links? Oh. Also, Andi, wenn du nicht da vorne fahren würdest, dann könnte ich auch 163 fahren, weil das ist ja nicht schlimm. Ja, muss aber nicht immer nach deiner Nase laufen. Haha, fahren Sie nee, laufen will ich auf auch der rechten nicht. Spur, gibt's ja wohl nicht. Der Tarek fährt aber ganz links. Ich fahr Mitte. Ja komm, wenn Tarek... Ich muss ein bisschen Abstand aufbauen. Dann fahre ich noch in der Mitte und dann ist alles perfekt. Das ist wie mit David in der einen Session. Ja, Abstand aufbauen. Oh, Mario. Was denn? Oh, oh, da ist eine Spur, da sind zwei Spuren plus Standstreifen. Ja, oh. Hast du mich richtig verstanden? Das ging mit David schon oft genug schief. Ja, ich bin da, bin ja nicht David. Und dann ich ja hab trotzdem Angst. Da du tschüss, ja, Heizen! Und da du ja im Moment hallo, kein Frittenfett heizen. Fährst. Angst! Angst! Alter! What? Das hätte fast gekracht zwischen Andi und Tarek. Da hat nichts mehr gefehlt. Ja, bei mir war es die Leitplanke, die mich da. Ja, die habe ich auch gesehen, ja. Hui! Läuft! Hi YouTube! Er schreibt Hi YouTube! YouTube! Muss jemand doch tanken? Nein, gut. Nein! Mein Chat ist zu dir immer noch nicht. Ja, Andi, da passen nur 10 Liter rein. mehr hält der Plastiktank nicht aus. Wer plus fährt also ganz vorne? Das ist der Tarek. Ja, genau. Ganz vorne fährt Tarek. Ich hab den Tarek immer noch als blauen Punkt, ne? Ich hab den Andi auch als blauen Punkt. Hast du einen Blaupunkt, Navi? Ja, und einen Weißpunkt. Ihr seid weiß. Ich muss hier aufpassen, wenn ich um die Kurven fahre, dass ich nicht wieder umfall, ey. Sagst du aber, warum ich Angst habe, wenn du innen bist in der Kurve? Weil nicht, dass du mich noch in den Tod reißt. Ich hab das dann voll im Bild. Ja, schön, dass du das im Bild hast. Finde ich sehr beruhigend. Ist das der Gerd, der gerade hinter mir ist, oder ist das der Nick? Der Gerd, ich bin das. Seh da vorne so ein. Seh vor mir so ein tuckiges, rosanes Führer aus. Woher das denn kommt? Sicher, dass der LKW vor dir nicht einfach Spiegel transportiert? Ja, Andi, das war knapp, ne? Weißt du selbst. Ja. Gut. Dieses Test ist knapp, weißt du selbst. Wollte das nur mal anmerken, das war echt knapp. Ja, die Kurve war doch hier mit knapp 100 durch die Gegend. Wer, ich? Ja. Ja, Tempomat. Jetzt beschleunige ich wieder. Ich hab kein Tempomat, ich fahr voll drauf. Ich muss bei der nächsten Gelegenheit mein Mikrofon noch ein bisschen weiter zu mir ziehen.
Echt? Warum? Wieso? Du bist doch laut genug. Ja, aber ich muss mich hier immer so ein kleines bisschen nach vorne lehnen. Das ist nicht so angenehm. Ja, dann hör doch auf damit. Ja. Giraffen halt. Ja gut, dann höre ich halt so. Ist kein Problem. Ihr könntet ein bisschen langsamer werden, damit wir... Ausfahrt! Wir machen hier gerade Sammeltour. Warum? Der sagt zu mir Ausfahrt, Aua. Bitte. Fahr nach meinem Navi, du Luder. How about Routenplanung? Planung, jawohl. Planung. Ich bin auch für Routenplanung. Ja. Kann man mit